Okay, servus, guten Morgen, liebe Leute. Willkommen zu einem neuen Video. Haben Sie jetzt gerade am Morgen, sehr früh, machen wir jetzt Frühstück bereit. Jeder mal bei uns für die ganze Crew da im Haus. Ich hoffe, euch taugen die Videos, die wir jetzt ein bisschen rausbringen. Jetzt geht's wieder los. Jetzt geht's wieder los. Taugt mal schon. Viel Spaß. Sometimes I lose my mind, get a little ratchet. Hoes want cash up, get his hard dick. From that place where they move away bricks. And the cops say hi with a damn nice stick. Broad daylight and we still hit licks. Rock 10 gon' chase, he still ain't shit. Sip a little something, bitch, get a little lit. Just might go M. Night Shyamalan split. Beim letzten Mal hast du gesagt, du bist der Bowl King. Richtig. Was kommt jetzt in deine Kinderbowl? Okay, wir haben nur zum einen tiefgefrorene Früchte. Heute bestehen sie aus Blaubeeren, Himbeeren. Dann haben wir sehr hochwertiges Proteinpulver. Und dann kommt eigentlich nur mehr Wasser rein. Und das war's. Und das war's. Manchmal ein bisschen Vitamin C Pulver, damit wir noch ein bisschen ein Ding haben. Ein bisschen Vitamin C Dings. Und das war's. Und dann kommt es auf die Toppings drauf an, aber zu denen können wir gleich. Alter, ich soll da verkochen. Problem ist leicht, dass da oben der Deckel verloren gegangen ist. Und jetzt muss ich immer mal Hand drauf halten. Alles rausgenommen. Schaut herrlich aus. So, lass mal schauen. Jetzt habe ich schon frisch neu gekauft. Es scheint halt gesund zu sein und jetzt haben wir es einmal eine. So, dann haben wir ein bisschen was vom ungesunderen Zeug. Das laden müssen. Wieder herrliche Bowl. Die Sache ist manchmal. Gibt es Banane rein, weil es keine Apfel mehr gibt. Manchmal gibt es Apfel, weil es keine Banane mehr gibt. Weil da mal Bananen und Apfel und das kompletten Oberknaller. Aber nur Erdbeeren. Ja, das schaut echt nicht schlecht aus. Oder? Danke. Skatlex. Wer von euch zwei will meine Erdbeeren haben? Du bist jetzt kein Erdbeeren! Also, echt jetzt nicht. Also das. Wenn man so drauf sein kann, wäre. Und so bewertet dann Bowls. So Leute, wir haben geplant, dass wir am Nachmittag ein bisschen Streetriden gehen. Der John Langlois, Sick Team Rider, geisteskrank guter Fahrer. Der wohnt ja eigentlich gerade um die Ecke da. Mit dem gehe ich hin und wieder mal Rad fahren. Und dann wollte ich jetzt kurz mal schauen, was bei ihm heute geht. Vielleicht hat er ja Zeit. Bin jetzt relativ frisch wieder auf dem Radl. Deswegen bin ich noch nicht so ganz auf meinem alten Level. Schauen. So, wir sind gerade dabei für Sick ein zusätzliches Logo zu kreieren. Deswegen haben wir jetzt ein bisschen rumgespielt und ihr könnt mal einen kurzen Einblick in ein paar Sachen eigentlich kriegen. Das sind nur ein paar Rumspielereien, also nichts Fixiertes jetzt. Genau, ein paar Zeichnungen. Nein, da haben wir noch ein bisschen was. Na, aber könnt ihr mal drunter schreiben, wie euch die Logos generell gefallen. Würde mich interessieren. Wir sind gerade mit der Maschine hergefahren, wie immer. Also meistens fahre ich entweder mit dem Rad oder mit der Maschine. Mit der Maschine macht es echt viel Bock. Ja, und jetzt könnt ihr mich bei der Physio begleiten. Die sich fragen, was das überhaupt für ein Teil ist. Das nennt man Blood Flow Restriction. Das sperrt einem quasi mit Luftdruck. Das nimmt dann das Blut aus den Muskeln und dann macht dann quasi Muskelbewegungen. Und das ist so anstrengend, das kann man sich gar nicht vorstellen. So, so ist jetzt vom Training halt. Von der Physio. Wir machen immer Blood Flow Restriction als letztes, weil das die Muskeln nochmal komplett killt, wie der Training schafft. How was he? Hi! As always, amazing. We put the level higher and higher every session we try to. Yeah, it's and it's perfect. It's perfect. Killing me every time. Yeah. it's no hard life with you. But it's some great job. Good stuff, great job. Good stuff. Nice. See you in 2 weeks. Yeah, thanks so much.
runter mit dem John, John Langlois, in Antibes und gehen jetzt ein bisschen gemütlich, chillig rumchippen auf den Mountainbikes. Ich glaube, es sollte man wieder mal ein Bunny Hop Aspen machen. Der letzte ist 3 Monate her. Na, 6 Monate. Na, 7 Monate. Dann wird's Zeit. Ready? Jawohl. Ah, aber zwar ein cleaner, gibt es nicht. Ist schon echt krank geiles Wetter. Das ist echt brutales Wetter, ja. Das ist halt ja, zu der Jahreszeit. Kann man riden mit dem Ausblick, mit der Sonne. Viel besser, glaube ich, wird es nicht mehr. Vor allem die Spots sind da geil. Das Genau. Kennen Sie den? Ist ja rückwärts gefahren. Yes! Du sollst jetzt wegfahren oder was? Na, man braucht ein Ende für den Tag. Sag, wenn ich die Hand draufklatschen soll, dann ist das richtige Ende. Jetzt sollst du Handklatsch drauf. Na, schön gemacht, schön gemacht.